Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich wieder ein Roblox-Video machen. Ja, wir sehen uns dann und ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zu Roblox wieder. Erstmal danke für die 1000 Abonnenten und vergesst natürlich das Abonnieren nicht, Like nicht vergessen und natürlich die Glocke aktivieren und das Video euren Freunden teilen. So, also was wir heute machen werden, ich werde heute mit euch ein bisschen rumdiskutieren über die Luna Eggs, denn die werden in ein paar Tagen, wird ein neues Update kommen von den Luna Eggs. Ich weiß es nicht genau, ich muss noch ein bisschen erforschen, wann und wie die Adopt-Me-Welt absterben wird, denn ich will das wissen. Denn damit ich euch erstens vorher Bescheid sagen kann, zweitens, damit ich mir eine App installieren kann, die eigentlich auch fast wie Adopt-Me ist, bloß sozusagen so wie so ein Fake Adopt-Me, bloß halt so fast wie Adopt-Me, dann würde ich das so lange weiterspielen, bis Adopt-Me dann wieder repariert wird. Also es kann sein, dass Adopt-Me repariert wird, aber ja. Also jetzt quatschen wir erstmal weiter über die Luna Eggs. Also, die Luna Eggs werden so graue Pets sein. Aber es sind eigentlich ganz normale Pets, die sind auch gut und ja. Deswegen, man weiß es nicht ganz genau, ob jetzt aus diesen Eiern was Gutes rauskommen wird. Und ich weiß auch nicht ganz genau, ob wirklich die Adopt-Me-Welt repariert wird, aber ich glaube mal schon, denn ich habe schon viel erforscht und bemerkt, also ich habe schon viel geforscht und da herausgefunden, dass sozusagen, dass die Adopt-Me-Welt wahrscheinlich repariert wird und in ein paar Tagen, am 2. Februar, werden dann die Luna Eggs kommen. Ich freue mich schon wirklich darauf und ja. So, und ja, jetzt werden wir erstmal diesen Trade hier. Was willst du denn? Ich gebe ihr mal so ein Ding. Mal gucken, was sie uns dafür gibt, ob sie uns da wirklich was Gutes für gibt. Okay, sie packt nur eine Ente rein. Noch sowas. Und was gibt sie uns für ein Dodo? Warte. Wir packen mal die Biene raus. Weil ein Dodo ist wirklich legendär. Dafür will ich viel haben. Bitte. Die packt jetzt locker ihre Pets wieder raus, Leute. Und nehmen wir den Trade mal an. Leute, die lehnt locker ab. Und sie hat locker, lehnt jetzt ab. Oder sie merkt es gerade nicht und ist weg. Wenn in ein paar Minuten sie nicht ablehnt, dann werde ich selber ablehnen, Leute. So. Wird sie es jetzt tun oder nicht? Ich gucke, sie packt schon Pets raus. Oder packt sie sie jetzt wieder dazu? 2, 1 und 0. Akzeptiert. Ich will die Pets haben. Nein, Leute, ich wusste es, dass sie ablehnt. Na gut. Na gut, na gut. Was gibst du mir für meine Biene? Nein, warum lehnen immer alle ab? Wahrscheinlich lehnen sie ab, weil sie gute Pets haben und keinen Trade mehr haben wollen. Weil sie ihre Pets nicht traden wollen und ja, deswegen. Ich will unbedingt diesen Mega Frostwing haben, Leute. Er ist so cool. Das ist mein Dreampad. Mein Dreampad, also mein neues Dreampad ist es wirklich, weil irgendwie ist meine Biene nicht mehr so beliebt und ja, deswegen. Ja, was soll man denn tun? Ja. Wenn man nichts dagegen tun kann, dann ist es schon ein bisschen blöd, denn, ja. Also ich werde, wie gesagt, heute einfach nur mal ein bisschen mit euch quatschen und mal so durch die Runde gehen, was denn so bei euch passiert ist oder ob ihr gut mit dem Homeschooling klarkommt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr mit dem Homeschooling gut klarkommt und ja, heute werde ich am Ende der Folge auch was verlosen, falls ihr
das haben wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag und was ich euch dann zeige. So, jetzt gehen wir mal weiter und ja, wie gesagt, ich freue mich schon ganz doll auf die Luna-Eggs und ja, ich hoffe, dass die Doppelwelt auch repariert wird, sonst wäre ich sehr traurig. Ich glaube, ihr wärt dann auch sehr traurig, denn dann könnte ich keine Dopmi-Videos mehr machen, außer wenn die Map noch also die Map noch repariert wird. Ja, ich hoffe, dass das alles wirklich, dass der die Map erschaffen hat, wirklich daran denkt, die zu reparieren. Wahrscheinlich werden denen schon bis ein paar Mitarbeiter Bescheid sagen, dass Beschwerden kommen von der Adobe-Welt und ja, deswegen ist es halt schwierig wahrscheinlich für sie und so das zu verstehen halt. Und ich glaube nicht, dass diese Welt jetzt nur ein paar Minuten gedauert hat aufzubauen. Ich glaube, das waren schon ein paar Jahre, also da war schon wahrscheinlich Arbeit hinter. So, jetzt machen wir mal den nächsten Trade und wir machen unsere Biene rein. Mal gucken, was er uns dafür gibt. So. Oh mein Gott, Leute, das ist so gut. Leute, wir nehmen das an, okay? Wir nehmen das an. Bitte lehn nicht ab. Nein, das werde ich nicht annehmen. Das ist so schade. Das wäre so schade um mein Pet. Oh mein Gott, Leute. Ich nehme das an. Oh mein Gott, Leute, wenn wir den kriegen. Bitte lehn nicht ab. Bitte, er soll jetzt nicht ablehnen. Bitte. Ja, Leute, danke für 1020 Abonnenten. Bitte, er soll nicht ablehnen. Wir haben Geld bekommen. Bitte lehn nicht ab. Bitte. Bitte nimm an. Bitte, Leute, er wird ablehnen. Ich weiß jetzt schon. Bitte nimm an. Bitte nimm an. Mann, Leute, wird er jetzt annehmen? Ich warte lieber noch. Bitte, bitte nimm an. Bitte, er soll annehmen, Leute. Bitte. Nein, Leute. Oh, ich habe mir das doch so doll gewünscht. Mann, was ist denn das für Kacke? Warum habe ich immer so ein Pech? Naja, Leute. Dann ist es halt so. Und wir müssen das akzeptieren. So. Nehmen wir den nochmal in die Hand. Leute, der wird gleich wieder von unserem Arm gehen. Und ja, gleich werde ich euch sagen, was ich heute verlosen werde. Aber erstmal traden wir den hier. Er hat wahrscheinlich ähnlich angenommen. Und ja, jetzt wird das kommen, was ich heute verlose. So, Leute, ich verlose heute einen roten Panda. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr den roten Panda haben wollt. Dann schreibt einfach Hashtag Red Panda. Panda. Also da, wie es gerade so steht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ciao.